Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Willkommen zurück zu Zelda Breath of the Wild DLC Pack 2, die Ballade der Recken. Ich möchte mal etwas versuchen. Ich verspreche mir nicht viel davon, aber... Nee. Warum war ich eigentlich so dumm und hab das nicht in den ersten beiden Folgen? Ich war so geflasht von dem ganzen DLC und ich habe eigentlich nicht wirklich gedacht, dass es klappt, aber... Hey ho! Hey ho! Komm mit, Wolfi, wir gehen Monster schlachten! Ja, Mann. Keine Sorge, Wolfi. Mir geht's nur vorübergehend, scheiße. Aber das ist doch mal nice. Schaut mal. Ich habe die Kamera immer noch auf Xenoblade-Level, aber das ist ja vollkommen egal, weil mir die Reckenfähigkeiten gar nicht angezeigt werden. Die kann ich gar nicht benutzen. Und dann habt ihr Wolfis HP. Und Wolfi steht mir jetzt tatkräftig zur Seite. Wenn ich mir in den anderen Folgen schon mit Bombenpfeilen alles kaputt gecheatet habe. Nein, nein, nein. Ich war tactical. Dann kann ich jetzt auch mit Wolfi arbeiten. Wow, 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 wow. You don't. No, you don't. Leck mich. Ab, ab. Du. Und du. Und nochmal du. Königsburgen zerbricht gleich, ja? Okay. Ich habe da keinen Stress mit. Weißt du was? Nimm direkt den Dicken. Nimm direkt den Dicken mit Damage ab. Fuck you. Let it rain. Und für dich ein paar. Und für euch. Und lass die ganze Scheiße. Baller einfach alles kaputt. Ist mir doch egal. Wolfi, Fass, Pfeile. Das. Ja. Ups. Mach keinen Scheiß. Nein, mach kein. Nein! Ach, shit. Da war ich dann wohl ein bisschen, ja. Das ist mies. Ich traue mich immer nicht, die Pfeile abzuschießen, wenn die Viecher so auf mich zurennen. Weil so schnell, wie die da sind, habe ich die Explosion selber in der Fresse hängen. Ja? Also. Aber okay. Einmal Wolfi. Komm schon. Cool. Schuri! Hau meinen Wolfi nicht. Du auch. Keine Sorge, Wolfi. Krieg gleich was zu essen. Ups. Nö. Nö, sehe ich gar nicht ein. Wow, wo kommst du denn her? So. Jetzt wieder. Nee, nicht der mit 5. Wow. Nicht Feuerspuck. Nein. Nope. Nope. Nope.
Du mit deinem blöden Geisterpony. Nö, 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 nö. Sehe ich gar nicht ein. Hopp. Wohin wollt ihr alle? Was ist mit euch? Und du da hinten? Mach mal nix. Nö. Und was ist das hier? Oh, hey, wo ist mein Schrein denn her? Haha, klasse. Wolfi war jetzt zwar keine so große Hilfe, obwohl er vielleicht hat er ein bisschen abgelenkt. Wenn ich alles auf Distanz mache, bleibt er ja eigentlich eher so in meiner Nähe, wie es aussieht. Aber Schrein ist da. Mehr wollte ich gar nicht. Jetzt gib mir meine verdammte Kiste. Sweet. Klick. Wolfi futtert. Wolfi ist da. Alright. Cool. Puh. Nice. Na, dann sehen wir doch mal, was wir hier machen dürfen. Dann kann Wolfi uns zwar nicht helfen, aber zur Notbombe wäre halt wieder alles kaputt. Habe ich gar keinen Vertrag mit. Bomben sind älter als das Masterschwert in diesem verdammten Spiel. Oh, shit. What? Schwierig plus? Boah. Okay, er hat ein Schild. Okay, okay, ich will das so schaffen. Ja, natürlich schützt du dich die ganze Zeit. Na, komm schon. So, was haben wir denn Schönes? Was kann ich denn dafür wegwerfen, ha? Die Chimärenlanze benutze ich eh nie. Und naja, ich habe schon Wächteräxte, ne? ...60 Haltbarkeit, hm? Schildtasche. Ehrlich gesagt ist das leider nicht so toll. Ich werde es aber fotografieren. Ja, ja. Klick. Reaktorkerne. Nice. Fein. Ich hatte befürchtet, das wird härter. Oh, leck mich. Gott. Was? Was? Nein. Ich und meine große Fresse! Was ist hier los? Schlüssel? Dafür waren die also da. Vollidiot. Mach keinen Scheiß. Nein, mach keinen Scheiß. Shit. Mach dir halt nicht ins Hemd. Komm her. Komm jetzt her. Was denn? Na was denn? Na was? Hä?
Ne? Shit. Wenn ich falsch blocke, bin ich im Arsch. Machen wir das so. Gut. Wie soll ich nach unten dran kommen? Dass ich ausgerechnet jetzt damit anfange? Keine Ahnung. Ja, und jetzt? Nö. Gucken wir uns gleich an. Wird ja wohl irgendwie funktionieren. Ich gehe erstmal weiter. Ja, weil da links ist ein Wassergang. Aber ich habe Angst, um diese Ecke zu gucken. Weil da ist ein kleiner Wichser. Genau wie du! Haha! Kleiner Wichser. Okay. Und hier komme ich zu meiner Kiste. Sehr schön! Oh, okay. Ja, cool. Okay. Kriege ich hin. Kein Problem. Habe ich keinen Stress mit. Hopp. Hopp. Okay. Ja. Cool. Ah! Nein! Ich bin so doof. Ich habe in Erwartung eines Gegners, der mich noch überraschen möchte, den Bogen gespannt, habe gesehen, oh ja, da sitzt ja der Typ, dann muss ich den ja gar nicht mehr. Und dann war das zu Ende. Vorteil, ich habe den Schlüssel. Vorteil, mir geht der Gegner nicht auf den Sack. Och, habe ich ein Schwein. Okay, okay. Welch gnädiges Spiel. Alles klar. Welch gnädiges Spiel. Oh, scheiße. Ey! Ey, woher? Fuck you, woher kam das? Und ich sag noch, du bist ein gnädiges Spiel. Nicht nett. Nein, nicht nett. Gar nicht nett. Dieses rote Leuchten auf Link geht mir allerdings so langsam auf den Senkel, muss ich sagen. Das, das hätte man vielleicht, Really? Dein zwei Äxten. Ist das eine Wächter-Axt? Plus nein. Natürlich nicht. Gut, dass wir darüber geredet haben. Klick, klick. Der andere noch was fallen gelassen. Ich bin immer noch eine lootgeile Sau. Darf niemand vergessen. Wenn es wenigstens meine Wächter-Axt Plus gewesen wäre, die brauche ich noch für die Waffen-Nah-Quest. Ich krieg nur normale oder Doppel-Plus.
Aber nein, der Junge will ja nichts ganz Tolles sehen. Er will nur was Halbtolles sehen. Hi. Ich hätte gerne, Zeug. Von dir. Ha, ja. Mhm. Okay, cool. Vielen Dank. Zeichen Löbewährung. Sweet, vielen Dank. Ja, hier ist Dienst erfüllt. Perfektes Ausweichen. Ja, ich weiß, habe ich unter Beweis gestellt. Ich bin toll. Und das ging schnell heute. Das ging schnell. Sweet. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Chillt der Vogel jetzt hier irgendwo rum? Nein. So, okay. Du hast bestimmt Hunger, oder? Dann ist das da. Geh einfach was essen. Was ist das denn? Oh, Zitterkraut. Oh, der frisst auch Pilze. Okay. Schön. Ach, aber Gras frisst er nicht. Okay. Oh, really? Okay. Dann werde ich den Rest der Folge nutzen, um wenigstens dorthin zu rennen. Ich meine, wir haben sowieso nur ein HP, also kann ich mich dick einpacken und Winterstiefel benutzen, denke ich. Das Schleichen hat mir ja in den vorherigen Kämpfen auch so super viel gebracht, also scheißegal. Habe ich Wolfie jetzt umsonst beschworen oder? Oder kommt der mit? Ist kalt hier? Ja. Okay, bevor der mir jetzt also umkippt. Hey, wisst ihr was? Wo ist das alte... Schaut mal, wir können mal oldschool gehen. Wir können das blöde Winterwams anziehen. Wie wär's denn damit? So. Schleichi, schleichi. Kein Problem. So. Jetzt bin ich ein Schneeninja. Ich eh schon keinen Set-Bonus habe auf die verdammte Chica-Rüstung, dann kann ich auch ein Schneeninja sein. Und ich kann, der Schneeninja, der kann auch schneller laufen, wenn er möchte. Weil unser Schneeninja ist eine Fantasiefigur und die soll einfach können, was wir möchten. Okay. Und Wolfi brauche ich wieder. Kannst du ihn nicht verwenden? Okay. Dass das hier alles so düster komisch ist, wie die Prüfungen aus, kann ich Wolfi auch was? Nein. Nein, Wolfi frisst nur roh. Wolfi ist hardcore. Da, dann nimm das. Dude, friss das. Aber dass das die ganze Zeit so... Ja, ich gehe jetzt kein Risiko ein. Weil ich will nach der Session Wolfi trotzdem noch behalten. So, dann mümmel deine drei Steaks. Und dann latschen wir da noch hin. Aber dass die ganze Zeit die Musik spielt aus diesen Skyward Sword Prüfungen, da wo ich immer vor diesen blöden Lichtwächtern wegrennen musste. Keine Ahnung, die Stellen haben mir in Skyward nie gefallen. Aber mir haben in Skyward auch sehr wenige Stellen gefallen, muss ich sagen. Sind wir jetzt fast... Ja, wir sind fast da. Da vorne sehe ich... Da sehe ich schon... Nein, sehe ich nicht. Dann können wir auch noch weiter Schneeninjalen. Aber das ist ganz praktisch. Dann habe ich in der nächsten Folge den letzten Schrein und habe noch genug Zeit abzuhandeln, was passiert, wenn wir denn alle vier von diesen Schreinen
zerlegt haben. Das ist doch eine ganz nette Idee, oder? Okay. Also, vielleicht wird das ja auch ganz chillig, weil wir jetzt schon wieder der Tod von oben sein können. Ja, okay. Es sieht aus, als wenn ich das ziemlich regnen lassen werde in der nächsten Folge. Oh ja. Oh, boah, Wolfi, hast du mich erschreckt. Was ist das da? Das sind normale Boxen, kein Sprengstoff. Schade leider. Okay. Alles klar, Leute. Ihr könnt immer gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Ich werde dieses Monsterlager in der nächsten Folge aber sowas von weghauen. Dann werden wir den nächsten Schrein fummeln, zusammendüdeln und dann gucken wir mal, was wir als Belohnung bekommen. Oder ob es danach sogar noch weitergeht. Okay? Alles klar. Okay. Alles klar. Ich werde es kein drittes Mal. Ich bin raus für heute. Blink out.